den Stängel der Hyazinthen zu basteln, nehmt ihr ein 5x20 cm langes Stück grünes Tonpapier. Streicht es mit Klebe ein und dann rollt es von einer Seite auf, sodass es einen Stängel ergibt. Die Blüten basteln wir aus 5x21,5 cm großen Tonpapierstücken. Wählt schöne Farben aus und dann tragt mit einem Bleistift eine Linie am oberen Ende ein. Bis dorthin schneidet ihr dann die einzelnen Blütenfasern ein. Nehmt das Pinselende oder eine Stricknadel zu Hilfe, um die einzelnen Blütenfasern aufzurollen. Macht das Ganze so oft und mit so vielen Farben, wie ihr Lust habt. Jetzt kommen die Blätter dran. Dafür nehme ich 7,5 cm x 5 cm breite Stücke. Einfach in Ziehharmonika-Art falten und danach als Blatt beschneiden. Jetzt noch einschneiden, damit ihr sie nachher einfacher um den Stängel wickeln könnt. Nun beginnt ihr die Blüte am Stängel festzukleben. Danach dann die Blätter. Achtet dabei darauf, dass ihr sie schön eng um den Stängel wickelt und dann zurechtbiegt. Ich hoffe, mein kleines Blumentutorial hat euch Freude gemacht.